Mal stoppen. Das aber ein geiles da. Video geworden. Ja. Hallo. Das schneide ich rein. Ich schneide das Video. Ich nehme das mit, ja. Wir grüßen euch, liebe Dampfer, Dampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Heute haben wir wieder eine kleine Berühmtheit auf diesem Kanal, und zwar der Dölet von dem Kanal. Dölet, und zwar ist das ein Kanal, der sich um Wasserpfeifen und sowas dreht. Und weil ich da bin, haben wir heute einen sehr anregenden Titel, und deswegen habt ihr auch das Video geklickt. Ja, weil stimmt, es geht heute um ganz, ganz günstige Liquids von Amazon. Wo 12 Stück, wie viel kosten? 14 Euro. 14 Euro, ja, also so knapp 1 Euro pro Liquid, da sind in dieser Packung hier 12 Stück drin, so sieht die aus. Ja, ich habe einfach mal auf Amazon so geguckt, ey, was gibt's so, was bestellen die Leute, habe einfach Liquid eingegeben, das war ganz oben, und dachte ich, bei dem Preis bestellst du die mal, weil die halt sehr häufig gekauft werden, testest die mal alle aus, und wir haben uns da eine kleine Meinung gebildet. Ja, wir haben jedes Liquid probiert, obwohl ich dagegen war. Ja. Aber wenn dann richtig, wenn dann richtig. Ja, das stimmt wohl. Wir fangen an mit dem, achso, hier kurz nochmal, so ein Liquid sieht dann so hier aus, kommt in 10 Milliliter, und die sind alle ohne Nikotin, weil das auf Amazon nur so erlaubt ist. Auf der Flasche steht auch nichts weiter draus, außer das Herstellungsdatum, Ablaufdatum und der Geschmack, und dass es Liquid ist. Genau, das ist relativ interessant. Hier steht auch kein Hersteller drauf, aber hier ist ein TÜV-Symbol. Ja. Also, das erste Liquid nennt sich Cola. Ist auch ein Geschmack, der relativ schwer hinzubekommen ist. Ja. Der meistens, ja, wie abgestandene Billig-Cola aus, ich wollte keinen Namen nennen, aber so aus dem Discounter. Wie fandest du's? Mit meinem Favorit von den ganzen, weil es schmeckt wirklich wie Haribo. Ja, finde ich auch. Also, original. Wir wollten ja zwar keine Namen nennen, aber den Namen kann man ja mal nennen. Original wie eine Haribo-Flasche. Einziger Kritikpunkt, das ist relativ flach. Ja. Also wenn ihr das dann so im Tank irgendwie... Also es bietet sich an. Ihr könnt euch dieses Paket bestellen, habt dann diese 12 Liquids und könnt dann schon mal wissen, okay, Orange ist eher nicht so mein Ding, das ist eher so mein Ding. Dann könnt ihr euch danach Liquids bestellen, auch so von anderen Herstellern, weil ihr schon mal kleine Richtung wisst. Man muss auch dazu sagen, günstiger gibt's fast kein Liquid. Also, also ein Euro, normaler Preis ist so 5 bis 6 Euro für so ein 10 Milliliter Liquid. Das ist echt top. Den Link packe ich euch unten auch in die Videobeschreibung zu dem Produkt. Könnt ihr euch angucken oder nicht, könnt ihr selber entscheiden. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten. Also Problem ist halt hier, was ich meinte, wenn ihr das dann im Tank drin habt, werdet ihr am Anfang sagen, oh geil, Haribo, aber nach einer Zeit lässt das ein bisschen nach. Ansonsten von Linden Cola, das wäre Parallelempfehlung. Das ist auch ein bisschen intensiver. Zweite, was wir vorstellen, ist das Lemon. Genau. Ja, wie fandst du das? Er hat einen leicht sauren Ton, wirkt leicht kühl auch. Haut mich jetzt aber nicht vom Hocker. Ist okay für ein günstiges Liquid. Also man muss halt immer noch den Preis dazu sehen. Ja, ist okay, also. Also ich war auch positiv überrascht. Also ja, Frische ist mit drin, aber nicht übertrieben. Ich finde sogar, da ist eine leicht säuerliche Note. Ja, ganz leicht. Hatte also ich so das Gefühl. Es wirkt leicht kühl, das finde ich halt ein bisschen. Und ist auch intensiver als das Cola Liquid zum Beispiel. Ja, gehen wir zum nächsten. Da hinten war die Wassermelone. Das ist diese hier. Kann ich euch ja auch mal rein zeigen. Ja, wie fandst du die? Wir haben genau das gleiche drauf zu stehen. Wir wussten nicht, was wir vorher zu stehen haben. Ich finde, das schmeckt wie ein billiger Kaugummi. Wie ein ganz billiger Wassermelonen-Kaugummi. Aber das ist ja so Standard bei Wassermelonen-Liquids, dass sie immer eigentlich nach Kaugummi schmecken. Ja. Und hier finde ich das sogar relativ dezent. Das fand ich ganz geil. Ja, wäre jetzt auch kein Liquid. Also Wassermelone, finde ich, schmeckt immer so extrem chemisch künstlich. Mhm. Das haben sie hier so ein bisschen leichter gemacht, aber es ist im Allgemeinen Liquid, was ich ja nicht so weiterempfehlen kann. Ist okay, konnte man mal dampfen. Also. Ja. Als nächstes ist Blaubeere. Blaubeere, ja. Wie fandst du das? Ich zeige euch das mal rein. Also bei mir, ich fand das sehr lecker. Ich fand es auch relativ authentisch. Da ist auch meistens das Problem, dass da immer so diese Süßigkeiten Blaubeere genommen wird, und die ist dann zwar lecker, aber hat halt mit der Blaubeere an sich nichts zu tun. Die fand ich halt relativ authentisch. Was habe ich noch? Achso, und die ist halt im Gegensatz zu einigen anderen Liquids ziemlich intensiv. Da ich ja einen Shisha-Kanal betreibe, rauche ich auch mal Blaubeere. Es wirkt wie ein billiger Blaubeerentabak von Shisha. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ja, das hast du irgendwie bei fast allen Liquids gesagt. Wie beim nächsten auch. Das billiger Pfeifentabak. Genau, Kirsche. Das nächste ist Kirsche. Zeige ich euch auch mal rein. Ja, das ist dieses. Ich habe auf deine Liste geguckt, ich habe es netter ausgedrückt. Ich habe geschrieben, nicht lecker.
Ich muss immer mal runtergucken. Ich habe mir aufgeschrieben zum Kotzen. Also ich habe auch erst zum Kotzen stehen gehabt, dann ist der nochmal nicht lecker, weil ich nicht zum Kotzen nicht schreiben wollte. Nee, das ist aber auch so, die von Vampire Babe zum Beispiel schmeckt auch relativ ähnlich, ein bisschen weniger eklig, ja. Aber das schmeckt einfach so extrem nach so einer Chemiekeule, ja. Und extrem intensiv. Also ich finde, das ist bisher das Schlechteste, was ja, so war. Ja. Aber Kirsche ist auch verdammt schwer. Dann haben wir nochmal die normale Melone, so genau. Vom Lecktest hätte ich gesagt, ist eine Cantaloupe-Melone, da gibt es auch schon einige gute Liquids. Wie findest du die? Sehr, sehr dünn war es. Ich fand es sehr, sehr dünn. Und wenig für mich nach Honigmelone, weil da ist eine Honigmelone, soweit ich weiß, abgebildet. Ja, kann auch eine Cantaloupe oder keine Ahnung was. Ja, so vom Finger her hätte ich gesagt Cantaloupe. Also vom Finger war es lecker, aber so war es relativ dünn. Genau, ja, das hatte ich mir ja auch so aufgeschrieben. Also auf dem Finger halt richtig schön intensiv und hatte das Gefühl, boah, das ist hammergeil. Und dann so beim Dampfen war so dieses, ja, okay, kann man dampfen. Geht auch so in die Melonenrichtung, aber eigentlich allgemein nichts Tolles. Das nächste Liquid. Traube. Nö, bei mir ist es Banane. Okay, Traube. Ja, genau, das ist dieses hier. Wie fandst du das? Sehr intensiv, also schön intensiv, war lecker. Schmeckt aber auch wie so ein typisches Traubenliquid, also... Ja, also wir haben jetzt schon einige vorgestellt zusammen und da würde ich dann sagen, schmeckt wie ein typisches Traubenliquid. Das geht in Ordnung. Also ich fand es auch ziemlich geil. Also gibt einige Traubenliquids. Traube ist eine Note, die man relativ leicht gut hinbekommt. Da haben einige Hersteller was Gutes. Und hier finde ich die auch top gemacht. Und gerade wenn du dir den Preis anguckst, also... Muss ja, sagen, da ist auch die Kirsche fast lecker, obwohl die nicht. Also hätte die 6 Milligramm, könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie davon so eine Kiste zu bestellen, geht halt immer. Kannst du ja. Immer dampfen und mega, mega intensiv. Das nächste Liquid, einmal Banane. So genau. Sieht das aus. Auch relativ schwer, schmeckt auch immer ziemlich künstlich. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Also war jetzt, bei dir schon geschmult. Ja. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht, also Durchschnitt. Na, ich dachte mir direkt so beim ersten Zug, boah, ist das widerlich. Also die fand ich richtig eklig und ja, geht halt auch so in die extrem chemische Richtung. Das hat mich aber erinnert, wie es gibt, glaube ich, auch von Haribo so also eine kleine Banane. Ja, diese Schaumdinger, ne? Ja, das hat mich beim ersten Zug direkt daran erinnert, auch vom Geruch erinnert es dann. Vom Geruch, ja, und vom Lecktest her auch gut, aber das war, nee, irgendwie nicht. Banane ist aber auch, das Einzige ist da das Midnight Munchies zum Beispiel, das war verdammt geil. Das nächste Liquid. Müsste das sein? Orange. Genau. Da hattest du, glaube ich, ein anderes Fazit als ich. Ja, da habe ich sogar gesagt, dass ich ein anderes Fazit habe. Sag erstmal du, weil er hat gesagt, er sagt mir. Oder wir haben alles nicht vorher abgesprochen, sondern jeder hat sein eigenes aufgeschrieben. Also ich fand das sehr, sehr geil. Erinnert, finde ich, extrem an Ahoi-Brause. Also so typisch dieses Brausenpulver, schön süß, schön intensiv und einfach... ja, künstlich auch, also ist keine authentische Orange, aber so eine richtig geile Süßigkeiten-Orange. Für mich ist es eins der besten Orangen-Liquids, was ich je gedampft habe. Hast du? Ich dachte, du warst da extrem enttäuscht. Nein, ich dachte, du findest es nämlich nicht gut. Ich finde, es ist eins der so besten, welches es gibt. Das würde ich gerne super mal so eine große Flasche mit Nikotin mit 3 ml oder so. Ja. Also, weil es besser ist als, also bisher, was ich so an Orange gedampft habe. Es kann doch vielleicht ein besseres geben, aber das war für mich so eigentlich das Beste. Eigentlich. Ja, stimmt. Und Orangen-Liquids hatten wir jetzt auch nicht viele. Ja. Also sind mir auch noch nicht viele so begegnet. Das Einzige wäre das Obsessed jetzt zum Beispiel. Das ist so eine nicht so süße Orange. Ja, weil wenn ich jetzt, sorry dafür, das mit dem Tony Vapes vergleiche, da hat mich absolut dieses Prickern gestört. Und hier ist das halt nicht. Hier schmeckt das halt wirklich nur noch Orange. Stimmt, ja. Und da würde ich das sogar jetzt hier als besser einordnen. Sag ich ja. Ja, aber das Prickeln war natürlich auch, ich finde auch, da kommt fast so ein leichtes Prickeln mit raus. Ah, schwer. So, was bleibt uns hier noch? Apfel, Erdbeere und Minze. Genau, Apfel. Das ist jetzt hier der Apfel. Einmal Fokus bitte. Wie fandst du den? Du bist ja quasi als Shisha-Experte, musst du den Apfel am besten bewerten können. Ich muss sagen, beim Geruchlichen riecht es wirklich wie grüner Apfel. Ich habe aufgeschrieben, der schmeckt ähnlich wie Traube. Ich fand, das war ähnlich, wie das Traubenlicht. Das hast du auch gesagt. Na, was mich hier ein bisschen gestört hat, ist halt auch wieder so ein weniger intensives Aroma. Füllst du halt im Tank ein, sagst du am Anfang auch lecker, aber nach 10 Zügen schmeckst du eigentlich wieder fast nur Basel. Ja. Ziemlich dünn und leicht saure Note habe ich da wahrgenommen. Mhm. Das fällt mir komischerweise fast nur bei Liquids auf, die kein Nikotin haben. Ja. Irgendwie dieses Säuer, also keine Ahnung. Aber finde ich interessant.
kein schlechtes Liquid, aber wäre halt so dieses, füllst du ein und wenn dich einer fragt, ey, was dampfst du gerade, musst du erstmal ziehen und, ah ja, Apfel war das. Ja, kommen wir zu dem vorletzten. Oder wolltest du noch ein paar abschließende Worte treffen? Für mich war es wie Traube irgendwie. Ja, das Traube war ja Hammer. Erdbeere. Genau. Was haben sie denn dazu zu sagen? Das Bild hier sieht schon echt billig aus. Aber ich denke, man hat es mit Absicht gemacht, weil sie halt auch ein bisschen preiswerter sind. Aber geschmacklich hätte ich am Anfang echt gedacht, das wäre Schrott. Ja. Aber ja. Ja, auch eigentlich, wenn man das Design sieht, weil das Design überdenkt man ja halt immer. Ja. Da hatten wir auf jeden Fall eine ja, auseinandergehende Meinung. Ich finde das direkt beim ersten Zug, dachte ich, boah, mega künstlich. Der erste Zug war noch so künstlich lecker und ab da war es nur noch penetrant und störend. Ich muss sagen, ich finde es lala. Irgendwie so ein Durchschnittding. Also es ist so ganz, ganz normales Erdbeer-Liquid. Intensivität? Fand ich jetzt nicht so stark, aber deswegen sage ich so lala. Weil bei mir, ich hatte das Gefühl, es war gleich da und wie als hätte ich irgendwie direkt in eine Aromenflasche gefallen, keine Ahnung. Wie Obelix. Von der billigsten Erdbeere überhaupt. Es ist so lala, finde ich, für mich. Aber wenn ich so an das Vampire Vape Erdbeere denke, boah, sind beide nicht toll, ja. Das finde ich gut. Ja, es kommt drauf an, ja, irgendwie mal war es gut, mal scheiße. Ja. Das letzte, da hätte ich gern mal die Reaktion von ihm gefilmt, weil ich hatte dieselbe erste Zug und mir ist quasi das Hirn weggefroren. Also wer Kühle sucht, wird sie auf jeden Fall finden. Ist das nicht ist auch noch drin? Das ist auch so ein Liquid, das gehört zu jedem günstigen Liquid-Paket mit dazu. Ja. Und dafür ist es eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Als wenn man Colade pur darf. Ja. Minze ist Hammer. Also die Minze schmeckt, die ist 1A, ja. Finde ich die Minze dort. Aber es ist einfach zu kühl. Ja, Minze. Ach und Schokolinse. Ich hab's als erster gesagt. Ja. Wollte ich ihm klauen, weil ich klaue ihm gern mal die Worte. Schokolinsen, wirklich, das trifft es perfekt. Ja. Ist an sich ein sehr leckeres Liquid, aber der Kühle ist maßlos übertrieben. Also länger als 2 Sekunden oder 1 Sekunde kannst du nicht ziehen. Ja. Also sonst ist es lecker. Das Gute ist, ich hatte so ein bisschen Halskratzen vorher und dann nach Einzug quasi hat sich neu geboren. Ich war frisch gewaschen. Ich habe den Hals einfach nicht mehr gespürt. Ja, ich würde sagen, da haben wir die getestet. Also, ja. Also die Hälfte ist gut, die Hälfte ist schlecht, kann man eigentlich fast sagen. Ja, also ich würde jetzt sagen, wenn oder man Hälfte gut, Hälfte lala. Ich würde sagen, wenn jemand jetzt irgendwie anfängt zu dampfen, erstmal so einen Grundwert bekommen will. Ja, dafür ist okay. Gerade für den Preis kann man eigentlich wenig falsch machen. Einziger Nachteil halt, dass das ohne Nikotin ist, aber ja gut. Und halt, noch ein Nachteil ist halt, du kriegst ihn nicht einzeln, denke ich mal. Also es wird halt, ja. Ja, ich denke mal, meistens ist es auf der Herstellerseite, dass du da dann nochmal selber zusammenstellen kannst oder irgendwie 3 Stück von einer Sorte kaufen kannst, also gibt es meistens Möglichkeiten. Aber so für den, also Preis-Leistung würde ich auf gutem Niveau einstellen. Ja, also dafür für den Preis muss ich sagen, ist alles, jedes Liquid wirklich in Ordnung, außer das Kirsche. Ja, das Kirsche ist ranzig. Oder zum Kotzen. Ja. Ja, also für den Preis, man muss halt sehen, ich glaube 1,15 Euro war es, aber man kann ja auch 1 Euro sagen, das ist halt 15 Cent ein Pfand oder so. Eine Sache noch, wenn ihr jetzt, also werden ja viele Leute bestellen, die noch nicht so viel Ahnung vom Dampfen haben, wenn ihr das jetzt in so größere Geräte wie das hier einfüllt, könnte das passieren, dass der etwas ausläuft, weil das Mischungsverhältnis ist 50, 40, 10, da ist ein kleiner Anteil Wasser noch mit drin, was halt nur das Ganze ein bisschen dünnflüssiger macht. Im Sommer könnte es Probleme geben, im Winter wäre das eigentlich relativ egal. Aber so erstmal für eine Geschmacksfindung relativ interessant. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Oder hast du noch was anzufügen? Im Fazit ist fast, ey, Liquids werden immer günstiger. Also ja, das ist schon, also 1 also, Euro pro Liquid ist schon. Also 14 Euro, 12 Liquids sind einfach mal 120 Milliliter so. Ja, aber scheint sich ja trotzdem zu rechnen. Ja. Weil normal zahlst halt 5 bis 6 Euro. Ja. Ja. Gut. Wir bedanken uns fürs Ansehen. Das war jetzt mal ein bisschen längeres Video. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Damit unterstützt ihr mich ganz ungemein. Und in die Kommentare könnt ihr gerne reinschreiben, wie ihr die findet. Und ich werde in der Beschreibung verlinkt. Ja. Und ich werde euch halt auch den Produktlink unten reinmachen. Könnt ihr euch anschauen, müsst ihr nicht.
Sonst noch irgendwas? Genau, falls ihr irgendwie Hersteller habt, wo ihr sagt, ey, Anfänger sollten sich den mal anschauen, weil vielleicht wären da interessante Sachen für die drinne. Könnt ihr auch mit reinschreiben. Gerade so, wenn ihr was mit Nikotin wollt, ein bisschen süßer, guckt euch mal Vampire Vape an. Die haben auch ziemlich viele kleine Liquids mit allen möglichen Geschmackssorten. Und ansonsten Linden hat auch eine schöne Auswahl mit Sachen, die nicht so süß sind. Da liegt der Preis halt 5 und 6 Euro. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war's. Nimm mal einen Zug und dann bis dahin. Bis zum morgigen Video, 18 Uhr, wie jeden Tag. Prost. Ich schneide das Video, ich nehme das mit, ja?